Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zu einem neuen Video. Ich will euch jetzt mal den Temu USB-Stick zeigen, den ich hier bestellt habe. Den werden wir mal in die Unboxing-Ansicht wechseln, damit ihr den mal auch genauer sehen könnt. Und danach werde ich noch ein Video machen, da werde ich aber jetzt nicht wieder zurückbauen. Da werden wir uns denn die 1, 2, 3, 4, 5er, der 5er-Pack angucken. 5x 64 GB für, was waren das, 4 Euro oder was weiß ich. Und ja, das werden wir uns danach dann gleich angucken. Da werde ich aber dann nicht nochmal zurückbauen. Ja, den Weg mal schwenken in die Unboxing-Ansicht. So. Ich hatte ja gesagt, ich mache zu dem und dem ein extra Video, aber es sind USB-Sticks. Was soll ich denn da zwei Videos machen wegen USB-Sticks? Ich werde die dann, stell die jetzt hier alle in jedem Video vor. Verlinke euch die auch in der Videobeschreibung. Das finde ich gut. Deswegen, das war ein Grund, warum ich es geholt habe. Dass ich halt für unterwegs. Einen habe. Wo ich dann halt, wenn ich was ausdrucken muss oder was weiß ich, halt die wichtigsten Sachen hier raufpacken kann zum Ausdrucken und dann zum Copyshop gehen kann und das ausdrucken kann. Und mir die dann nicht immer abhanden kommt. Weil hier hast du dann am Schlüsselbund und dann kannst du einen PC machen und der kommt dann halt nicht weg. Weil was kommt denn schon weg, was am Schlüsselbund ist? Ja? Sicher wäre halt schön gewesen, wenn jetzt hier noch so eine Plastikkappe drüber wäre oder so. Dass der halt nicht einstaubt oder Dreck drin kommt oder so. Aber ich mache einen Autoschlüssel ran, den habe ich sowieso immer dabei. USB Flash Drive, 64 GB. Da muss ich noch gucken nach einem Tool zum Überprüfen, ob da wirklich 64 GB drauf sind. Und dann haben wir hier noch. 64 GB kostet heutzutage auch nicht mehr die Welt. Nochmal 5 Stück in verschiedenen Farben. Alles 64 GB. Wir haben einmal schwarz, wir haben grün. Ich zeige euch dann nochmal. Schwarz. Da zoomt der auch automatisch, oder jetzt? Hallo? Also eigentlich sollte er automatisch hier scharf stellen. Ich sehe das aber auf dem kleinen Display immer schlecht, ob er jetzt scharf gestellt hat oder nicht. Dann haben wir grün. Den wird sich mir eine große gleich sichern. Die brauche auch für die Schule, brauchst du ja auch so ein Ding. Lila. Der wird für Frauchen sein. Blau. Na gut, ich denke, Josie wird sich den blauen nehmen. Die steht auf dunkelblau. Und rot. Oder, ja doch, sie sieht ein bisschen, im Video sieht es orange aus, also in dem kleinen Bildschirm ist aber rot. So, dann nehmen wir mal einen für Josie. Für die Schule halt und für ihre, wenn sie PowerPoint-Präsentation machen muss. Ein für Frauchen, für Daten und für das Auto. Ein für Jonas Musik. Also die ganzen CDs, die ich gekauft habe hier. Santiano, Disney Magic Moments oder so. Da steht die auch total drauf. Aber Disney-Filme mag sie nicht. Wenn da, also die mag die Disney-Lieder, mag sie so hören. Aber in Filmen, wenn da gesungen wird, das hast du. Da kommt sie nach mir. Das Schwarze ist für Papa. Und Rot ist dann auch für Familie gedacht. Für Familienmusik, Papas Musik, Jonas Musik, Daten für Frauchen und Musik wahrscheinlich. Oder die machen wir da. Frauchen hat nicht so viel, kommt dann hier mit drauf. Und für die Große auch noch. Ich pack mal ihn aus, damit er den. Ich pack mal welchen. Wir packen mal lila aus. Wollen ja was mit Farbe haben hier, wa? Wie gesagt, hier steht dann auch nochmal. So. Könnt mal ran. Seht ihr das? Ich muss mal gucken, wenn ich hier ranzoome, ob ihr das sehen könnt. Ja, da seht ihr halt 64 GB USB-Stick. Wir haben hier oben auch eine Lasche. Also das Band dafür hier oben ist nicht mit bei. Ja, also so ganz normal Standard, wie ihr das halt auch von Amazon teilweise kennt. Und dann dreht man das hier um. Ja, das ist dann hier so drin. Kann man auch aufbiegen. Würde ich jetzt nicht machen, weil ich finde den ja gerade gut, dass man den so hat und dann ist er geschützt. Und wenn man braucht, holt man es raus oder kann auch so machen und dann reinstecken und Daten und wieder rausziehen und sicher. Aber ihr könntet natürlich auch
Wenn euch das zu blöde ist, könnt ihr das hier oben auch abmachen. Seht ihr das? So, wartet. Ach. So. Dann ist das hier lose. Finde ich jetzt persönlich jetzt nicht so pralle. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Ja. Genauso ist, wenn das halt mal locker ist und der hier so ein bisschen locker ist, einfach mal rausnehmen, nochmal ein bisschen zusammenbiegen und dann kann man den wieder rinmachen. Und das ist nicht nur, weil es die von Temu sind, das ist bei denen von Amazon genau das gleiche. Die hatte ich auch schon 5 Stück, 6 Stück mindestens und da ist es genau das gleiche. Ja. Ist ja gut verarbeitet. Sieht gut aus. Jetzt muss ich nur rausstellen, ob hier auch wirklich 64 GB drauf sind. Das werden wir ja sehen. So. Das soll es soweit gewesen sein. Also entweder mache ich jetzt hier Schluss und dann kommt nichts mehr. Oder ich mache, wenn ich noch ein Testtool finde und das testen kann, kommt hier noch im Anschluss ein Bild, dass ich euch zeigen kann, dass es auch funktioniert hat. Ich weiß es noch nicht. Ich mache jetzt erstmal einen Schlussstrich. Bis zum nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.